Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich schmeiße hier gerade alles um. Ich habe hier neben einen Tisch. Auf dem Tisch sind Produkte, die ich euch zeigen möchte. Also das ist wie ein kleines Haul, Weihnachtsspecial, Überraschungsvideo. Wenn euch das interessiert, dann viel Spaß beim Video. Wir beginnen. Und zwar, ich habe doch Haarprodukte mal gepostet von Hair Doctor, also das, was ich halt selber für meine Haut benutze. Und das habe ich bekommen. Nee, das habe ich nicht bekommen. Also das habe ich bestellt bei parfümerie.de. Daraufhin ist parfümerie.de auf mich aufmerksam geworden und hat mir was zugesendet. Was die mir zugesendet haben, da habe ich noch nicht reingeguckt und das packe ich jetzt live vor der Kamera aus. Ich weiß aber nur so viel, ich zeige euch das mal. Das ist so eine Box hier, also es ist eine Weihnachtsbox, die kann man dort bestellen. Den Link, wo man das bestellen kann, sende ich euch unten drunter. Also die haben, wie gesagt, mir das zugeschickt, vielen Dank. Und wir schauen jetzt einfach mal zusammen rein, was hier so drin ist. Das ist so ein, wie so ein Last-Minute-Hilfe-Weihnachtsgeschenk für alle, die nicht wissen, was sie schenken sollen. Also das sind, wir schauen einfach mal rein, würde ich sagen. Also ich habe wirklich, ich habe es, ich schloss euch, ich habe es noch nicht reingeguckt. Was ist das? B. Parfüm. Also kleine Proben. Noch eine Probe. Nimmst du noch aus? Seid ihr auch schon in Weihnachtsstimmung eigentlich? Also ich habe so eine Box extra, da tue ich mal alle Proben rein. Also da könnte ich schon mal die auffüllen. Ich weiß auch gar nicht genau, ob das für Männer und Frauen ist. Also. Oh, Hugo Boss. Hugo Boss, was ist das? Ein Duschgel von Hugo Boss. Bei parfumerie.de gibt es, glaube ich, auch hauptsächlich nur Markenprodukte, würde ich sagen. Biotherm Skin Best Serum in Cream. Könnt ihr das sehen? Biotherm, also. Bis jetzt würde ich sagen, nur Markenprodukte, können wir mal reingucken. Ich weiß gar nicht, ob das alles Original sind oder ob das auch manchmal. Nein, das habe ich schon mal gesehen, das ist ein Original. Also die gibt es auch so. Also sowas ist zum Beispiel drin. Was haben wir noch? Hey. sorry, sorry. Ja, wir waren gerade hier. Ich wollte wissen, was das ist. Stickcover. Ach, ein Abdeckstift. Cool. Okay. Müsste ich ausprobieren. Ist da jetzt wohl. Ach, das ist eher so was Dunkles. Okay, next one. Ich beeile mich, ich hab noch einiges vor mir, aber ist das schön, oder? Wenn diese, dass hier so eine Box wissen, was drin ist. Calvin Klein, Men. Also, ich würde, glaube ich, sagen, dass das für Männer und für Frauen ist. Also, es ist vielleicht, wenn man sagt, oh, ich weiß nicht, was schenke ich der Oma oder den Eltern oder noch irgendwann Mitbringsel. Ja, dafür finde ich das. Sehr schön. Sehr schön frisch. Okay. Also vielen Dank auf alle Fälle an parfümerie.de. Das sind sehr, sehr schöne Dinge. A4. Also ich würde sagen, das sind vielleicht so Produkte oder Firmen, die man sich jetzt, also ich zumindest, sonst, auf die ich weniger aufmerksam werde. Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man dann immer so mal ausprobieren kann. Und dann, ich hatte es öfter schon, dass ich mir dann auch mal was nachgekauft habe. Face Cream, eine Gesichtscreme, eine kleine, seht ihr das? Ja. Wir werden mal. Die riecht ja geil. Ich muss mal. Diese. Okay, sorry. Die riecht nach frischen. Mann, ich bin immer so schlecht. Ich bin immer so schlecht im Düfte beschreiben. Cremig, süß, lecker. Ja. So, weiter. Und was hier alles drin ist. Und ich glaube, ich sag's euch mal, ich habe geguckt unter dem Link. Eine Herkulesbürste, eine kleine Herkulesbürste. Herkules, muss ich sagen, ist, ich habe es im Auge. Herkules ist eine Friseurmarke, also Friseurexklusiv. Also die haben richtig gute Kämme, Bürsten und so weiter. Also das ist bestimmt teuer. Also wenn ihr danach googelt, Herkules, nicht googelt, wenn ich es danach googeln würde. Was ist das, so eine kleine Nippenbürste? Kann ich gleich mal ausprobieren hier? Ja, funktioniert. Also ihr seht, eine Bürste ist mit drin, Proben sind bis jetzt drin. Wie viel haben wir bis jetzt? Ich weiß es noch nicht, weiter geht's. Mineral Flowers Energizing Shower Gel von Mineral. Riecht das gut? Also alles Sachen, die man gebrauchen kann.
Ja, geht. Eher neutral, finde ich. Weiter geht's. Die Box ist. Oh! Cool. Eine Herr Dr. Koller Intensmaske. Ich habe ja die. Ich glaube, Repair ist meine. Also eine Repair, die große Packung. Und das hatte ich euch im letzten Video schon mal kurz gezeigt. Oder im November. Also im November-Video, im vorletzten Video hatte ich die erwähnt. Die ist richtig gut und die hat meine Haare so weich gemacht. Weich gemacht. Meine Aussprache. Weich gemacht und so glänzend und. Also die struppigsten Extensions der Welt sind durch die Haarmaske von Herr Doktor. Wieder wunderschön geschmeidig geworden. Und das hier ist eine für Color. Die werde ich auf alle Fälle ausprobieren. Kann ich gebrauchen. Hier ist noch irgendwas ganz Riesiges unten drin. Was ist das? Lavi. Ja, was ist hier drin? Was ist das? Laviana. Und ich mach's mal auf. Ich bin immer so, wenn immer euch ein Paket kommt und ich weiß, was es ist, dann. Ich hab schon zweites Mal. Gesagt. Lavina. Snow, Schneeprüngs, ne? Eine Augencreme, eine aktive Facecreme, eine. Boah, viel. Viel. Also ich möchte nicht wissen. Also finde ich zum Verschenken, also dafür, dass diese ganze Tüte, was ich jetzt ausgepackt habe, alles Markenprodukte sind, übersteigt das weit den Wert. Ich glaube 30, also 29 € oder so kostet es. So, es geht noch weiter. Das war es noch nicht. Aha, Power Detox. Das ist wie Tee oder so. Fitness-Tee, ja. Also ich muss sagen, davon habe ich jetzt in letzter Zeit schon sehr viel auf YouTube und so gesehen. Und das finde ich richtig cool, dass das jetzt hier drin ist und dass ich das mal ausprobieren kann. Das ist irgendwie so entschlackend und das soll alle Giftstoffe aus dem Körper rausziehen, wie auch immer. Und das soll so ein bisschen, nicht abnehmen, aber den Körper halt entschlacken von Giftstoffen. Finde ich cool. Werde ich mal ausprobieren. Ich glaube, es sind noch eins davon drin. Nee, noch eins. Jetzt hier. Okay. Ich wollte sagen, ein Taschenwärmer, aber es ist kein Taschenwärmer, es ist ein Po-Wärmer. Ein Zehwärmer, okay. Süß, cool. Im Winter für kalte Füße in der Winterbox von Parfümerie.de. Es geht immer noch weiter. Ich glaube, die Tüte ist unendlich. Ich hoffe, dass meine Weihnachtsgeschenke auch so üppig ausfallen. Aha, Kohlhaarpflegeserum, ein kleines Prospekt hier, steht was zu Herr Doktor. Ihr seht, Herr Doktor scheint anscheinend beliebt zu sein zurzeit. Was ist hier? Pupa, habe ich auch schon mal bestellt. Pupa Milano, was ist das? Ein kleiner Lippenstift, eine Probe. Also ich würde sagen, das ist eher wie so eine Probenbox, wo aus vielen teuren Marken schöne ausgewählte Sachen sind. Zum Probieren und Verschenken. Aqua di Gioia. Di Gioia. Ja, wir Ossis. Ich mit meinen Ossislang. Ich glaube, hier muss ich drauf drücken, oder? Yeah! Habt ihr das gesehen? Das liebe ich. Das liebe ich. Hat jemand von euch Aqua di Gioia zu Hause als Parfüm? Ich finde, du riechst mega. Habe ich noch nie, hab ich noch nicht gerochen. Okay. Meine Haare. Das letzte, okay. Was ist das? Was ist das? Das ist erstmal wie eine Tonne. Ihr sehen könnt noch. Ich weiß, ich möchte ehrlich sein, ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht eine Seife oder so? Boah, das riecht nach richtig wie frisch gepresste Zitronen riecht das. Wieso? Kennt ihr das, wenn ihr so Zitronen habt und die Schale da so reibt, so riecht das. Ja, schön, schön. Oh, nee. Wir haben noch was vergessen. Wie viele Produkte haben wir jetzt? 14, würde ich sagen. 14. 14 Produkte. Eine kleine Nagelfeile. Eine Nagelglasfeile. Nagelfeile, ich würde sagen, kann man immer gebrauchen. Besonders so eine Glasfeile, das ist bestimmt so eine, also so eine bisschen hochwertigere. Alle Fälle. Ja, also das waren die Produkte aus der Parfümerie Dezemberbox. Vielen Dank an euch auf alle Fälle, dass ihr mir das geschickt habt. Ich freue mich darüber. Und wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, ich würde das jetzt vielleicht sehen, würde ich das kaufen? Ja, ich würde das kaufen. Also.
29,99 €. So viele Markenprodukte, also die Produkte in der Box übersteigen weit den Wert, wie viel das überhaupt gekostet hat. Und es ist halt so eine Notlösung, also das klingt blöd, eine Notlösung, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, willst du zum Geburtstag, was können wir noch holen, müssen wir noch irgendwas holen? Und da hast du, keine Ahnung, hier erstmal von Hugo Boss was da, oder ein mega Showergel da, oder ein Abdeckstift da, Parfüm, alles da, oder für Mann, oder eine kleine Bürste. Gut, ja, das ist mein Statement zu dieser Box. Vielen Dank an parfumerie.de. Mal vielen Dank und ich wünsche euch allen, falls kein Video nochmal von mir kommt, was ich denke, dass nicht nochmal eins kommt, schöne Weihnachten. Ich habe ein bisschen zu tun mit meinem Shop, dass ich da immer neue Sachen reinstelle und ihr noch mehr schöne Ohrringe sehen könnt von mir, also verschiedene Designs. Heute sind Anker angekommen und noch so ein paar andere schlichte, da sind welche dabei, ja, diesen Lachs. Haben. Die sind einfach nur schlicht Lachsform. Ich liebe die. Als ich die so gesehen habe, dachte ich mir, naja, okay, schön. Aber wenn ich die so dran halte an mein Ohr und zu den Haaren und schön. Um es mal kurz zu fassen, sehr schön sehen die aus. Aber das seht ihr dann auf meiner Seite. Mein Online-Shop hat jetzt, dass ich meine Facebook-Seite nicht ganz so sehr zu spamme. Oder ich will nicht immer sagen, Werbung, 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 auch wenn viele das mögen. Deswegen habe ich jetzt eine separate Facebook-Seite für meinen Shop erstellt, jkbeautyshop.com. Und dort könnt ihr alle neuen Designs und so weiter finden. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ein